dem Rummel. Sieht ein bisschen anders aus wie bei uns. Da ist Rita mit einem Sohn. Und das ist der Klondike Mike. Die Symbolfigur der Klondike Days. Ein Frühstück bei Woodward's. Und man läuft verkleidet rum, wie zu der Westernzeit oder der Goldgräberzeit. Schwester Rita und die Kinder. Und Onkel Peter. Und das ist Ritas Haus gewesen. Ihre Blumen. Und ein fremder Gast in ihrem Garten, nämlich ich, die kleine Susi. Ritas Mann Johnny und die versammelte Familie. Macht mal alle Winke, Winke. Ich auch noch. So, nun sehen wir uns etwas Edmonton an. Downtown, das heißt Stadtmitte, das McDonald's Hotel, die Skyline von Edmonton, ein Wohngebäude, gleichzeitig als Aussichtsturm, das Château Lacombe. Dieses ist das Château Lacombe. Die Leihbibliothek. City Hall. Kirchen. Und vorm Parlament. Die kanadische Flagge als Blumenmeer. Noch einmal das Parlament. Und der Park.
Es ist das 100. Jahr seit der Gründung Kanadas. ...1867, 1967. Der Zoo von Edmonton. Schon ein bisschen dunkel, bisschen spät, Aufnahmen sind schlecht. Man möge mir verzeihen. Bekanntschaften von Rita. Ein Reh, ein Hirsch. Und Affen. Und wieder mal eine kleine Eisenbahn. Und das ist Edith vor ihrem Haus. Mit Waldemar, ihrem Mann, und ihren zwei kleinen Kindern. Und ihrem Auto natürlich. Waldemar mit Sohn, Ronald. Die Katzen müssen auch noch schnell was kriegen. So, wir fahren in die Rocky Mountains. Wie man sieht, sind die Berge auch nicht so schlecht. Auch ganz schöne Höhen. Wir sind im Jasper Nationalpark. Eine Seilbahn. Johnny und Kinder. Ein Erdmännchen auf dem Campingplatz. Der Campingwagen von Rita. Erdhörnchen. Thank you.
bei der Wanderung. Ein Hirsch. Ein Wasserfall. Donnernd stürzt es zu Tale. Schnee auf den Bergen. Wir sind bei den Columbia Ice Fields. Ein riesengroßer Gletscher, den man mit Snowmobile besichtigen kann. Und wieder Wasser. Herrliche Landschaft. So, wir befinden jetzt am Lake Louise, die Perle der Rocky Mountains. Das Hotel am Lake Louise. Einer der schönst gelegenen Seen dieser Erde. Indian Days in Banff. Diese Indianer sind nicht auf dem Kriegsfuß. Der Medizinmann braucht nicht reiten. Banff von oben. Die Kinder beim Tiere füttern. Susi und Johnny und Rita Bumm. Ein Panorama. Die schöne Bergwelt der Rocky Mountains. Hoppala. Beim Picknick am See mit allen Bekannten.
Lecker. T-Bone Steaks. Ein Sonnenuntergang am See. Und meine große Abschiedsparty. Nun heißt es bald Abschied nehmen. Vorher können wir noch ein bisschen feiern. Da ist es wieder Edith und Waldemar. Johnny schaut auch schon ein wenig müde aus der Wäsche. Und Achtung, gleich passiert's. Juhu! Und man hat zu tun, wieder auf die Beine zu kommen. Und nun ist er da, der Tag des Abschieds. Auf dem Flughafen. Dort wartet schon meine Maschine. Und da läuft auch der Peter. Er hat's nicht eilig. Nochmal winke, winke. Und tschüss.